wunderschönen guten Morgen, hier ist Kay, sei gegrüßt zu diesem neuen Live-Impuls. Ja, und heute geht es um eine einzige Dehnübung. Ja, okay, es ist eine Kombiübung, also theoretisch sind es zwei in einer, die dich wirklich voller Energie in den Tag bringt. Und nicht nur das, denn sie hat mir zum Beispiel heute Morgen schon mal den Tag gerettet. Ja, ich weiß nicht, kennst du es bestimmt auch, ne, im Leben. Es gibt so Situationen, die dir das Leben so beschert und ja, die sind nicht immer so, wie man sich das wünscht. Ja, es sind einfach Umstände im Außen, die man gar nicht so kontrollieren kann. Und wenn diese Momente kommen, auch da weiß ich nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es dann so innerlich, ne, werde ich so richtig, ja, da spannt sich einfach alles an. Und wenn du das dann noch mit ins Bett nimmst, weil es einfach so was Großes ist, wo du dir denkst, oh meine Güte, wie machen wir das jetzt, was gibt es da für Lösungen? Sprich, du nimmst es ins Bett und dann grübelst du ja doch die halbe Nacht drüber, ja, und bist da auch wieder angespannt. Und ich bin ein sehr lösungsorientierter Mensch. Sprich, also ich hatte gestern schon, als wir das erfahren haben, hatte ich gestern schon ganz viele Lösungen parat. Nichtsdestotrotz ist es aber, Lösungen sind schön, eine Entscheidung zu treffen ist was anderes. Ja, also eine Lösung zu haben, eine Entscheidung zu treffen, das macht man dann doch nicht so schnell. Also ich schon, aber es ist diesmal nicht meine Entscheidung. Nein, Spaß beiseite. Auf jeden Fall, du kennst es. Ja, du bist dann angespannt. Du willst, im Prinzip willst du einfach nur loslassen. Aber ja, wie macht man das? Das ist es ja auch nicht. Und dein Körper ist so, Katze sitzt auf dem Dach, so, ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll. Also du hast auch so eine innere Unruhe und du bist wütend, du bist eventuell auch verzweifelt, ne? Und das kennen wir. Das ist weder für mich was Neues, noch wird es für dich was Neues sein. Oder aber du wachst einfach morgens auf und denkst dir, oh ja, also so eine Streckbank wäre halt auch mal ganz cool, ne? Irgendwie habe ich nicht so gut gelegen, mir geht es heute nicht so gut. Kennen wir alle immer mal wieder. Das Geniale an dieser Dehnübung ist auch, dass du sie nach einem langen Tag machen kannst, egal ob du ewig gestanden warst, ob du ewig unterwegs warst, ob du im Auto und Zug, was auch immer unterwegs warst, viel gesessen hast im Büro. Sie ist einfach genial. Lassen wir es einfach so stehen. Egal, was gerade deine Herausforderung ist. Und pass auf, du machst natürlich gleich mit, weil vom Zuschauen wird es ja nichts mit dem Dehnen. Und zwar setzt du dich in den Schneidersitz. Ganz aufrecht. Wenn das zu viel Druck auf deinen Knien ist, dann kannst du auch gerne die Füße nach vorne nehmen. Ja, du kannst die Fußsohlen sich berühren lassen, aber auch ein bisschen geöffnet, wie es für dich passt. Hauptsache, du sitzt aufrecht. Aufrecht heißt, du zeigst hier dein Brustbein, du hast die Körpermitte aktiviert, indem du den Nabel nach innen ziehst und deine Schultern und Schulterblätter sind nach hinten unten. Das, was ja im Prinzip gerade in meinem Körper los ist, kann kein Mensch gebrauchen. Das hilft uns nichts. Ja? Also ganz bewusst nach hinten unten. Siehst du den Unterschied? Ist schon krass, ne? Guck mal, also so laufen wir oft durch die Gegend. Ja, auch wenn es jetzt voll übertrieben ist, aber so sind wir ganz oft und auch nach vorne gezogen. Ja? Und dann, Achtung, guck mal. Boah, ne? Krasser Unterschied. Okay, also pass auf. Schneidersitz, aufrecht. Ist nichts Neues. Wir atmen ein, bringen die Arme über die Seite nach oben. Jetzt atme aus und du setzt deine linke Hand nach unten auf die Matte und die rechte Hand über den Kopf, also den rechten Arm. Der winkelt aber nicht ein, habe ich euch schon ganz oft gezeigt, sondern den streckst du nach oben zur Decke. Und du schaust entweder nach unten zur Hand oder nach oben zum Arm oder zur Decke, zum Himmel in meinem Fall. Und jetzt ist wichtig, die Übung zeige ich euch ja auch nicht zum ersten Mal, ist ja auch nur der erste Teil, dass die Schultern übereinander stehen. Weil wir können so dehnen, ja, also meine Schulter ist jetzt nach vorne geklappt und wir können so dehnen. Siehst du den Unterschied? Ja, jetzt gehen wir hier noch viel intensiver und tiefer in den Torso hinein, in deine Seite hinein. Also Blick nach oben, Blick nach unten, wie du magst. Und es kann jetzt sein, ich warne dich vor, dass du jetzt genau auf der anderen Seite, dass sich das zukrampft. Dann weißt du, dass da eben auch die Verklebung, die Verspannung sitzt. So, Achtung, Teil 1. Mit dem nächsten Einatmen kommst du zurück zur Mitte, streckst jetzt gleichzeitig dein rechtes Bein lang aus. Und jetzt gehst du hier, winkelst den Arm an, setzt den Ellenbogen auf dein Knie. Und jetzt gehst du hier in die Dehnung.
Also jetzt dehnen wir hier diese Seite auf. Wir ziehen mit der Hand Richtung Fuß. Und auch hier stehen deine Schultern übereinander. Ne? Auch hier kannst du es so nach vorne, auch voll übertrieben. Und jetzt sind wir in der Öffnung. Und diese Öffnung, das ist tatsächlich das, was es auch ausmacht. Arm wieder schön lang gestreckt, nach oben schauen, halten, atmen und lächeln. Auch wenn es gerade weh tut, halten und atmen. Mit jedem Ausatmen, da spürst du, wie du einfach, oh, ich kann noch weitergehen, ich kann endlich loslassen. Ich kann den ganzen Mist, der mich da gerade festhält, den kann ich loslassen. Weil es hilft mir auch nichts, wenn ich daran festhalte. Schön tief atmen. Und mit dem nächsten Einatmen kommst du zurück zur Mitte, senkst den Arm nach unten, holst dir dein Bein wieder ran. Schneidersitz, kurze Verschnaufpause, um da auch wieder das Shirt zu richten. Und da natürlich wieder die Schultern zu richten, Schulterblätter nach unten. Einfach hier nochmal aufrecht, einmal atmen. Und dann mit dem nächsten Einatmen, Arme über die Seite nach oben. Ausatmen, jetzt lehnst du dich nach rechts, setzt hier die Hand auf und der linke Arm, der geht über den Kopf. Auch hier wieder lang, nicht einfach fallen lassen, Spannung, Tiefenmuskulatur aktivieren. Schultern stehen übereinander, Blick nach unten zur Hand oder nach oben zum Arm. Ich gucke halt immer wieder nach vorne, Gewohnheitsding, weil ich ja in den PTs oder in den Kursen, wenn ich die online mache, auch immer guck, was machen die anderen. So, also nach oben schauen. Halten und atmen. Und loslassen. Auch hier. Lass es los. Geh wirklich in deinem Kopf. Sag dir gedanklich, boah, ich lasse es jetzt los. Ich lasse es los. Ich suche nach einer Lösung. Ich finde eine Lösung. Ich lasse jetzt auch mal den Groll los, den Ärger los. Und mit dem nächsten Einatmen kommst du zurück zur Mitte, hebst den Arm, streckst jetzt dein linkes Bein lang und gehst dann hier Arm anwinkeln, Ellenbogen zum Knie und bringst jetzt hier deinen rechten Arm nach links. Auch hier stehen die Schultern wieder übereinander und du atmest wieder. Also atmen ist hier das Essentielle. Ich habe mal meinen Fuß, du kannst auch den Fuß ganz nah ranholen, ja, wie du magst. Also wirklich über diese Ausatmung loslässt. Mit jedem Ausatmen sinkst du ein bisschen tiefer hier, Hand Richtung Fuß. Mit jedem Ausatmen lässt du aber auch das, was dich belastet, worüber du dir gerade Sorge machst, wo du noch nicht wirklich weißt, oh, was mache ich denn jetzt damit, lass es los. Weil dieses Krämen und ja, ewige Hin und Her analysieren und es bringt nichts. Es bringt nichts. Vertrau mir. Habe ich jahrelang gemacht. Es hat nichts gebracht. Gut. Mit dem nächsten Einatmen kommen wir langsam zurück zur Mitte. Senke den Arm nach unten. Hol dir das Bein wieder ran. Schneidersitz. So. Also eine Übung. Es war eine Übung. Wie gesagt, Kombiübung. Aber macht ja nichts. Ist ja eine Übung. Eine Übung. 3-4 Minuten. Wenn ich nicht so viel reden würde, wäre es wahrscheinlich noch viel kürzer. Ja, aber spür in deinen Körper rein. Wie geht es dir jetzt? Ja, setz dich wieder aufrecht hin. Wie geht es dir? Was macht dein Rücken gerade? Was macht deine Po-Muskulatur? Was macht deine Hüfte? Wie geht es dir jetzt? Und selbst wenn du sagst, ach, ich bin ja gar nicht verspannt, wenn du dir wirklich diese paar Minuten für dich nimmst und mal ganz bewusst atmest und einfach mal guckst, oh, wie weit kriege ich denn meine Hand nach unten? Was macht denn tatsächlich mein Arm? Ja, wo gucke ich nach oben? Oh, die Decke ist auch schön. Weißt du, es geht darum, dass du dann ganz bewusst in dem Moment bist. Und wenn du ganz bewusst in dem Moment bist, gehst du aus dem, was dir gerade oder was dich gerade so beschäftigt, gehst du erstmal raus. Das heißt, du gewinnst Abstand. Und Abstand ist immer das, was wir gebrauchen können, wenn es eben nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Weil ganz ehrlich, das Leben wird uns immer wieder Überraschungen schicken, immer wieder Herausforderungen schicken, ganz einfach, weil wir ja nicht alleine in irgendwie einer Luftblase leben, sondern auch mit anderen Menschen zu tun haben. Und dann geht es eben darum, okay, Situation angucken, Lösungen suchen und nicht wie ein aufgeschrecktes Hühnchen rumrennen. Wenn du merkst, oh, boah, beweg dich, bewege dich und atme. Und ob du so eine Dehnübung machst oder ob du
ein Hardcore-Bein-Workout machst oder Cardio-Workout machst. Das sei ganz und gar dir und deinem Fitnesslevel überlassen. Auf jeden Fall wünsche ich dir, falls du auch gerade in ähnlichen Schuhen steckst wie wir bzw. wie Paul, dann wünsche ich dir eine ganz schnelle Lösungsfindung und, noch viel, viel wichtiger, eine schnelle Entscheidungskraft, damit du wieder in deiner Energie bist, weil das raubt unendlich viel Energie. Und wenn du Hilfe dabei brauchst, weißt du, wo du mich findest. Ich wünsche dir einen wunderschönen, grenzgenialen Tag. Lass es dir gut gehen, sei ganz bewusst bei dir, mit dir. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao, hier ist Kay.